Okay, Leute, dann wollen wir mal. Dann gucken wir mal. Dann probieren wir mal. Jetzt scheint es zu laufen. Da musst du quasi einen High-Server nehmen, wo viele Leute drauf sind, damit der Server besser läuft. Wisst ihr Bescheid? Widerspricht sich zwar, aber ich hab ein richtiges. Hab dir mal WhatsApp geschickt. Okay. Ah ja. Ich hab jetzt sehr gut funktionierendes IAL-Equipment, ja. Sub wollte ich ja auch noch, aber dann muss das Wetter erstmal ein bisschen besser werden. So, Leute. Probieren wir mal die ersten Schritte. Nach Startschwierigkeiten scheint es ja jetzt zu funktionieren. Ich würde gerne Stöcke aufheben, aber hier, die lässt mich nicht. Oh, was ist denn das? Hier ist eine blaue Linie. Guck. Das ist in seinem Näher, der Kreis ist ja andersrum. Ist das hier ein Beet oder was an den Foundation? Ist das eigentlich PvP oder ist es PvE? Wo sind denn jetzt hier eigentlich Stöcker? Ich darf hier nichts aufheben. Hier liegen überall Stöcker, aber darf ich nicht aufheben. Na, wir können mal gucken. C für Craft? Nee. Okay, wir wollen erstmal eine Axt haben. Was braucht die? Ah, die können wir schon machen. Craft. Gut, wir schnitzen uns eine Axt. So, ich habe jetzt eine Axt. Gucke mal. Zack. Was ist das? Speer quasi. Und ein Konstruktionshammer. Ich kann immer nur eine Sache craften. Eine Warteschlange gibt's nicht. Guck mal, wie sie da rumwerkelt. Oh, komm her hier, du kleiner Mieser. So, jetzt haben wir alle drei Sachen gemacht. Speer. Vielleicht kann das nicht aufheben, weil es innerhalb eines fremden Gebiets ist. Ja, das kann natürlich sein. Guck mal einfach mal weiter. Ich würde jetzt erstmal, guck mal, wir haben jetzt eine Axt. Boah, wie cool sie die auf der Schulter hält. Ich muss sagen, der erste Eindruck, blenden wir jetzt mal den Server aus, ist ja nicht schlecht, oder? Grafik ist nice. So, gucken wir mal, ob wir jetzt den Baum fällen können. Too hard. Ah, too hard. Vielleicht mag ich's hart. Hä? Selbst die kleine Tanne? Okay. Blueberry, guck mal. Oh, okay. Ein Ästchen funktioniert. Ich verstehe. Too hard. Gibt's doch gar nicht. Also was? Hallo, mein Heda. Schöne Grafik, finde ich auch. Ja, Text, du warst ja immer nicht da, aber wieso, was war denn los die letzte Zeit? Erzähl mal, was ist immer ein Schlag aus der Jugend? Das Pendeln ist ein bisschen scheiße, oder? Für euch jetzt. Oh, hier, der geht wieder rum, weißt du? Der abgestorbene. Morsche Ast. Naja. So, jetzt gucken wir mal. Guck mal, Skill gibt's dann noch. Crafting Skill. Umso öfter du was machst, umso höher steigst du. Finde ich cool. Kennen wir ja schon aus anderen Spielen. So, Clan haben wir nicht. Map. So. Craften. Die Frage ist jetzt nur, wie schaltet man weitere Sachen frei? Wahrscheinlich erst dann mit Werkbank und so ein Quatsch, richtig? So, Equipment. Inventory. Naja, so, dann würde ich sagen, suchen wir uns mal ein schnuckeliges Plätzchen. Das Problem ist, es ist halt ein Office-Server. Und das zweite Problem ist, es wird schon überall alles vollgebaut sein. Und das dritte Problem ist, ich hasse das, wenn überall alles vollgebaut ist.
Mal gucken, ob wir noch mal so einen toten Baum finden, dass wir uns das mitnehmen, weil wir brauchen bestimmt gleich richtig viel. Vor allem habe ich vorhin ein kleines Video gesehen, da hieß es, ich soll Dings bauen. Ein Schild. Wie soll ich denn ein Schild bauen? Geht doch gar nicht. Ich habe zwar jetzt hier so einen Piekser, aber ich habe kein Schild. Und nicht, dass das Spiel sehr leise ist. Huch. Können wir mal bitte das Vollscreen ausmachen? Das ist ja richtig nervig. Ausbildung, Arbeitsamt, Weiterbildung, meine Herzdame, private Probleme, Familientime. Bin ja seit dem 1.11. mit der Ausbildung durch. Ja, okay, danach muss er gucken, wie es weitergeht. Stimmt. So, hier, Audio. Guck mal, Main Volumen. Ah, ich höre was. Aber ich finde es sehr plass. Also ich hätte lieber noch ein bisschen mehr. Guck mal, da unten hat schon einer gebaut. Was ist das hier? Und was machst du für eine Weiterbildung? Alter, da brennt aber der Himmel. Oha, guck mal, komm, wir gucken uns mal ein bisschen um hier. Ist das PvE oder PvP? So viel zur Erderwärmung und Klimawandel. Das ist aber nicht CO2-gerecht, mein Freund. Alter. Guck mal, das ist hier so ein Durchgang. Huldigt mir. Kann man da klauen? Nee, ist locked. Da steht locked. Craft Item. Huldig Prinzessin Marie. Aber sieht schon cool aus. Okay, da ist auf jeden Fall jemand ins Business eingestiegen, du. So, warte mal. Ich will ja Richtung Wasser eigentlich. Guck mal, hier ist ja Wasser, oder? Guten Tag, Grüße. Nehme ich jetzt töten eigentlich? Oh, die haben schon Rüstung, guck mal. Ah, Foundation werden überbewertet. Ihr macht das alles mit Kisten, verstehe. So. Das Ding ist, wo ist denn Essen und Trinken eigentlich? Gibt's überhaupt Essen und Trinken oder was ist hier los? Und was kannst du jetzt so für Bäume fällen und was nicht? Oh, die gehen wieder. Verstehe ich nicht. Oh, hier sind Blümchen. Too hard. Hä? Musst du hier jeden Baum einmal ansnacken, um zu gucken, ob der funktioniert oder was? Ja, die haben auch unterschiedliche Namen wahrscheinlich. Nein, gibt's nicht. Daher geht es auch nicht als Survival durch. Warte, auf was war das jetzt bezogen? PvP oder was? Aber PvP muss ja nicht, hat ja nichts mit Survival zu tun. Oh, was jetzt? Oh, ich habe was gelernt, glaube ich, oder? Sind wir jetzt einen Löffel ab? Ich glaube, ich bin Löffel ab und kann jetzt was craften. Also ich kann jetzt mehr craften. Ah ja, guck mal, jetzt kann ich mir ein Schild machen. Das machen wir auch. Ich habe mir sagen lassen, das ist wichtig. Hä, wieso ist denn das nicht? Wieso hast du denn nicht zu Ende gecraftet?
Guck mal, jetzt habe ich hier nämlich ein Schild. Oh! Boah, kann ich überhaupt... Ah ja, guck mal. Und wieso geht jetzt das Crafting-Menü nicht weg? Ah, Stressfetzen. Essen und Trinken? Achso, Essen und Trinken gibt's nicht. Wow. Also einen Punkt weggelassen haben, oder was? Zählt nicht als Survival. Ist das denn überhaupt der Server? Von denen? Oh, du kannst ja aber reingucken. Da steht nicht locked. Doch, da steht Private Container. Ja, aber da gibt es ja mehrere. Oha, guck mal, hier ist alles vollgebaut, war ja klar. Hallo, Walli. Ah, das ist schlecht, Stressfetzen. Wann denn? Ab wann denn? Und bis wann? Was denn hier? Wollen die Football spielen? Verrückt. Na, scheiße, Stressfetzen, ich bin nicht da. Das hast du jetzt aber, das ist aber sehr spontan. Wow, wie schön ist denn die Brücke? Aber die ist schon da, aber die hat keiner gebaut. Die ist schön. Omi ist schuld. Ja, ich bin halt nicht da. Die bauen hier halt schon voll das Dorf hin. Die Straße ist wahrscheinlich auch... Ach, jetzt ist ein Startpunkt, wa? Ich glaube, ich auch ein Startpunkt. Hm. Jetzt findet man einen tollen Platz, der noch nicht bebaut ist. Weiß ich, ohne dich trinken. Vor allem ist hier, es fehlt ja auch überall dein Dings. So, passt. Vor allem fehlt ja hier jetzt auch überall dann das Holz. Ach du Scheiße, ich sterbe, glaube ich. Wenn man keine Ausdauer mehr hat, ja, geht das Leben runter. Da oder was? Wo gehst du hin? Text. So, Harry Potter, ist das noch? Das kann ich auch jedem empfehlen, Alter. Das Harry Potter Theater war mega. Ich bin nicht so der Theater- und Musical-Fan eigentlich, aber... Rock the Ballad? Okay, das kenne ich nicht. Aber das war halt schon nice, so. Das Harry Potter-Kicker. Wo steht das jetzt, Tex? Bei dir oder in Hamburg? Bei dir. Okay. Tja, ich hätte gerne einfach mal einen Platz hier gehabt, wo man ein bisschen bauen kann und seine Ruhe hat. Oha, das ist aber auch schön, der Zaun. Guck mal. Sind das Häuser, die schon da stehen, oder sind das Häuser, die gebaut wurden? Guck mal, der Gartenbogen hier, der Torbogen ist schön. Oh, die haben schon einen Harry Potter-Umhang, guck mal.
Ding ist dann, wenn du hier Nachbarn hast direkt, dann fehlt ja auch gleich wieder alles hier an Ressourcen. Das ist ja nicht so schön. Ich hasse öffentliche Server, wie das schon mal erwähnt. Ist der da drüben noch den Platz bekommen hat? Der ist richtig schön, guck mal. Zu viel Wald. Aber eigentlich ist Wasser auch überbewertet, kann das sein? Kann man eigentlich auch einfach was essen hier? Bären, guck mal. Wann kommt man in dem Spiel an Reittiere? Keine Ahnung. Ich spiele das jetzt das erste Mal. Also ich hätte es jetzt auch nicht gespielt, hätte ich keinen Key bekommen, sag ich dir, so wie es ist. Oh, wir könnten jetzt... Oh, da steht auch schon eine Foundation, wa? Keine Reittiere. Hallo Noki. Oha, Björn, warum das? Ich könnte Spiele löschen, die nur... Local Server, ach nee, öffentliche Server anbieten. Ja, schon länger, Tex. Alter, hier überall ist alles vollgebaut. Leck mich doch am Huf. Müsste ich wieder darüber schwimmen. Hat mir nicht angezeigt, dass du online bist. Aber das ist ja öfter so, leider. Twitch, ja. Was soll ich sagen? Die schicken ja auch nie Benachrichtigungen raus an alle. Ach, der geht... das macht doch gar keinen Sinn. Welche man hier fällen kann und welche nicht. Jetzt muss ich wieder darüber, aber ich werde nicht ertrinken. Boah, springen zieht aber viel. Wie viel Ausdauer braucht ihr denn beim Schwimmen? Halt deinen Rand, wenig Schwimmer. Naja. So, guten Tag. Hallo. Grüße. Hier gibt es aber viele Blümchen. Hä, selbst den Dicken kann ich jetzt. Weil ich jetzt Wutzstufe 2 bin, oder was? Die Hellen sind gar nicht. Okay. Oh, hier ist Flint. Flintstones, the Flintstones. Oh, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist hier ein Platz, aber... Ah, es ist halt... Ich hasse öffentliche Server. Vielleicht sollten wir auch nicht an einem... Vielleicht sollten wir auch nicht an einem Dings suchen. Mal hier oben, da hinten in dem Wald vielleicht, hier irgendwie.
Ich will auch nicht bei Toro und so rumrennen. Ihr meintet ja, die sind hier, oder? Ich will das Game erklären. Ja, ich bin ja nun mal nicht so suchtig wie du und kenn schon alle Spiele, bevor sie überhaupt entwickelt sind. Wie geht's dir überhaupt? Ist wieder alles gut? Geht's bergauf? Die haben einfach um Wasser gebaut, das ist auch smart. Wenn das überhaupt der Server ist, von, wo die auch drauf sind. Das ist die Lost-Tore-Ecke, ja, dann will ich da nicht hin. Die das? Da gehe ich wohl ganz anders hin. Gar keinen Bock. Dann heißt es wieder, man Stream Snipe. Glaube ich sofort. Hier sind 45 Leute und 40 davon am Farm. Alter, gar keinen Bock. Vor allem ist das doch der einzige Server, der läuft. Lachs gibt's hier, guck mal. Direkt mal dem Spieler geklaut. Dixie, wenn es um die Wurst geht. Die sind halt überall alles vollgebaut. Das ist so nervig. Ich hasse öffentliche Server. Wo soll man denn hier noch bauen? Darf ich mal so ganz random fragen, wie sich das Spiel so in den ersten paar Minuten schon anfühlt? Die Grafik ist halt nice. Server sind eigentlich Katastrophe, außer man findet einen, der gut läuft. Und das hier ist wahrscheinlich der einzige, der gut läuft. Die Pfütze sieht cool aus. Ah, okay, macht aber keine Fußabdrücke. Oh, was greift mich da? Wow! Schafft man die? En garde. Einfach eingesaugt. Ja, warum ist das wohl mit den Lags hier nicht? Weil hier kein Wildlife mehr am Leben ist. Wir haben die Spawnrate vom Wildlife zu hoch gesetzt, daher sind die Server am Ende. Okay. Aber hier ist doch noch Wildlife, guck. Oh, der lebt noch. Eingesaugt habe ich den. Wie ein Staubsauger. Oh, hier ist eine große Fläche. Ich glaube, ich baue jetzt einfach hier. Hier ist zwar schräg. Du wirst ja keinen Ort finden, wo hier keiner ist. Höchstens tief im Wald, wo du da die Bäume aber nicht wegkriegst.
Aber hier ist es eigentlich ganz cool, oder? Hier hat man wenigstens ein bisschen Wald. Mühe an Fläche. Ich weiß ja nicht, wie viel man später braucht. Es ist halt sehr schräg, aber guck mal, hier waren auch mal Bäume. Oder ist das ein Grundstück? Zeigt das hier Grundstücksgrenze? Das ist Grundstücksgrenze, oder? Das Kampfsystem ist unterirdisch. Ah, ich sag dir so, wie es ist. Ich wollte eigentlich mir den Survival-Aspekt mal angucken, weil ich stehe ja so auf Survival-Spiele und da musste ich halt hier auch mal reingucken, aber... Ich hasse, ich krieg die Krise bei öffentlichen Servern. Alles vollgebaut, alles... Nirgendwo mehr Platz, alles leer gefarmt. Guck mal, da unten ist noch Platz. Oder ist es einfach noch nicht gespawnt? Sollten wir mal schon mal Holz mitnehmen. Aber da unten nicht so viel haben. Bin ich denn jetzt eigentlich hier? Ist so ein kleiner See, guck mal. Aber da rennt auch schon wieder jemand rum. Milo. Milo, das ist meine Hut hier. Verpiesel dich. Oh hier, guck mal, Level 3 schon beim Holzfällen. Und hier gibt's auch Unkraut. Ein paar Bäumchen gibt es hier. Bestimmt wieder bis um 2. Bestimmt wieder bis um 2 oder so. Oh, hier ist noch keiner. Das ist unsere Chance, Chat. Hier ist noch keiner. Brauche ich denn? Nö, Ressourcen brauche ich jetzt nicht unbedingt hier drin, oder? In meinem Kreis. Sorry, cannot place here. Why? Ja, denke ich doch. Bestimmt um 22 Uhr Feierabend, oder? Bei Spätschicht. Deswegen ist da keiner, ist halt echt so. Hä? Das kannst du keinem erzählen, warum? Wegen dem Ding hier oder was? Okay, und hier? Ich will doch einfach nur einen Ort haben, wo ich bauen kann. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dann habe ich so schrecklich einen Durchfall. Aber warum denn nicht, du Scheißspiel? Ich verstehe es nicht. Deswegen ist hier keiner, ja. Aber ich weiß nicht warum. Oder ist hier Border-Grenze und du darfst nur hier drinnen bauen? Hallo, Quebec. Das ist bestimmt zu voll. Bauen nicht möglich. Schmerz, lass nach. Du darfst nur in den rot eingezäunten Gebieten bauen. Dein Ernst? Das ist doch rot eingezäunt. Boah, Alter. Kann man sich einen Marker setzen?
sind die Wildlands. Ist mir zu hart. Das mag ich nicht so. Das kannst du auch keinem erzählen. Also die ersten Schritte sind schon mal sehr kompliziert, wenn man nicht seinen eigenen Server hat. Und siehe da, es gibt aktuell keine Server, glaube ich. Gibt nur Öffis. Aber ist halt auch ein MMO. Das soll man ja mit anderen zusammenspielen. Aber ich habe halt keine Freunde. Was soll ich da machen? Mit wem soll ich das denn dann spielen? Hier, mit dir. Alexander. Ach nee, lass mal. Hallo Alexander. Soll keinen eigenen Server geben, aber warum denn nicht? Wenn ich das jetzt mit meiner liebreizenden Community spielen möchte, dann geht das nicht. Da muss man auf so einen scheiß ekligen, zugebauten, laggenden Kack-Server oder was. So, guck mal, hier oben. Ist das dumm, dass sie genau den Fluss nicht mit reinnehmen. So, jetzt bin ich ja wieder im Baumenü, im Baugebiet. Aber schön aussehen tut's ja. Muss man ja sagen. Aber, hey, vor allem, die zäunen das auch noch ein, wo man bauen darf. Aber es ist nichts mehr frei, wo man bauen kann. What the fuck? Kann man noch mal neu spawnen? In einem anderen Gebiet? Weil hier beim 40-Mann-Alpha-Tribe-Kack will ich nicht. Das hätte ich vorher wissen müssen, dann wäre ich hier nicht hingegangen. So, hier darf man noch nicht bauen, oder was? Doch, hier dürfte ich bauen. Hier, wo nie die Sonne scheint. wie schnell spawnen die Ressourcen danach? Oh, warte mal, da drüben darf man da bauen? Andere Flussseite? Das ist nicht überhaupt ein Fluss. Achso, ich bin hier, ja. Frage ist, ob ich jetzt darüber komme überhaupt. Wäre doch elendig ertrinken. Hier war mal ein Steg. Guck mal. Gluck, gluck, gluck. Rip. Ach, Björn, nicht so pessimistisch. Ich bin Profischwimmer. Das wird ganz knapp. Oh. 8 HP. Easy going. Wer hat nicht an mich geglaubt? Richtig, du, Björn. Du hast nicht an mich geglaubt. Du musst nur an dich selber glauben und dann kannst du alles schaffen. Aufgeben ist keine Option. So, wenn mich nicht alles täuscht, kann ich bei der Fiana als Nachbar fungieren hier, oder was? Wie weit können wir hier noch laufen? Ah, jetzt laufe ich schon wieder raus. Aber hier ist richtig scheiße.
Wie lange dauert das denn, bis hier was nachspawnt eigentlich? Hier ist was Cooles. Hier ist irgendwie Eisen oder so. Aber ich habe noch keine Spitzhacke. Also ich muss sagen, ich habe absolut keine Ahnung, wo man hier bauen soll. Ich glaube, ich baue jetzt hier einfach mal. Kabax, Mäuschen! Dankeschön für 60 Monate Resub! Dankeschön, mein Freund. Danke für den Subort. So, komm, wir bauen jetzt hier erstmal. Max resubbt im 60. Monat kleiner als 3. Er resubbt. Wollen wir jetzt hier einfach was bauen? Kriegen wir das denn hier noch abgeholzt? Nee, war das zu hart. Too hard. So, scheiß drauf. Claim the Gebiet. So, das gehört jetzt mir hier, damit du klar siehst. Ah, hu. Ich habe meinen Standpunkt klar gemacht. So. Craft. Ah, ne, halt, ich muss hier. Menü. Construction. Fundamente. Mal Crafting. Workbench. Da brauchst du aber Woodpacks. Wooden Packs. Planks und sowas. Campfire. Ich glaube, ich würde erstmal gerne mir einen Boden machen. Das ist aus Stein. Gibt es auch einen Holzboden? Kein Holzboden? Gabax, kauf dir das bloß nicht. Influenzen kann ich. Ja, ihr wisst, immer offen und ehrlich. Aber brauchst du noch Clay? Woher kriege ich jetzt Clay? Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Dieses Spiel macht mich voll fertig. Storage, Crafting, Plots, Crafting. So, was brauche ich denn hier? Erstmal hier den Block oder was? Gut. Puff. Was kann ich damit jetzt machen? Alter, überleg mal, die farmen selbst hier schon alles ab. Craft Item. Ah ja. Eigentlich am Fluss, aber das ist wahrscheinlich dauerhaft alle. Ja, ich wollte ja auch spielen, aber mein PC sagt nein. Vergiss es, Pippi. Ich muss dir sagen, also... Aber warum, der stellt das ja auch nicht her? Guck mal, der ist so schlecht dafür, oder was? Guck mal, ein paar habe ich jetzt. So, jetzt nehme ich wieder den Hammer in die Hand. Wie umständlich wollen Sie sagen? Antwort, ja. Jetzt können wir ein Campfire machen. Puff. Warum kann ich das da nicht hinstellen? Hallo? Ist doch ja auch nicht rot. Hä? Hä? Gerade war es doch noch. Versteh's nicht. Ja, aber gerade eben konnte ich es doch noch. Oh ne, es ist unsichtbar, siehst du's? Hier ist es eigentlich.
Ich habe jetzt, glaube ich, 2 Stück gesetzt und die sind nicht da, man sieht sie nicht. Aber Gabax, das Spiel ist auch bis jetzt einfach auch echt nicht gut. Das kann man halt auch nicht schön reden. Gibt's hier auch noch Steine eigentlich, oder? Hättest du vorhin die Server gesehen, auf denen ich war am Anfang, die beiden, dann hättest du erst recht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Heute, seit heute. Aber trotzdem. Wenn halt Leute sagen, dass sie von, wenn das das Spiel sich von 2020 bis jetzt in 4 Jahren nicht geändert hat. Guck, hier ist eigentlich ein Lagerfeuer. Siehst du das, wo ich gegenrenne? Sag doch, ich habe vorhin eigentlich welche gebaut. Türen gibt's auch noch nicht. Er zum Endgame. Dein Ernst? Relog, dann ist es da. Du kommst ja auch nicht mal raus. Du musst das Spiel komplett schließen. Das ist auch so eine Sache. Du kommst nicht mal ins Menü. Aber ich habe vorhin schon gesagt, jetzt sind ja mal ein paar mehr da. Ich habe heute beim Playtest an Project Loki, falls das schon mal jemand gehört hat, teilgenommen. Und das macht unfassbar Spaß. Das kommt am, lass mich lügen, 25. in Early Access. Free to play. Und ist ein Battle Royale mit League of Legends Vibes. Ich bin auch nicht so der League of Legends Spieler, aber das macht echt Spaß. Das sind schöne, schnelle, knackige Runden. Jeder Chart seine Dings. Seine Eigenschaften und so. Das ist richtig geil. Macht echt Spaß. Und man kann es community-technisch zusammenspielen. Das ist Free-to-Play. Das heißt, wenn wir 16 Leute zusammenkriegen, dann können wir, sind immer 4er-Teams, dann können wir halt alle gegeneinander spielen. Das ist richtig geil. Wie gesagt, ich bin auch nicht so der League of Legends-Fan, aber war das laut jetzt? Naja, guck mal. Ich hab sogar 2. Schön. Klasse. Prima. Kann ich das jetzt löschen? Destroy. Klack. Wenigstens Ressourcen wieder bekommen? Ich glaube nicht, wa? Ich hab Feuer gemacht. Ja. Guck mal, ich habe ja ein Schwein getötet. Das heißt, wir können das jetzt craften. Mal sehen, ob es das hinkriegt. Jetzt haben wir Feuer. Fleisch haben wir jetzt. So, machen wir nochmal. Okay, ich habe XP bekommen fürs Kochen. Wenigstens das kriegen wir hin. So, mit O. Crafting. Was können wir denn noch machen? Ich brauche wahrscheinlich die Workbench. Ich brauche noch Planks und Wooden Beam. Wo kann ich das machen? Hier drauf? Planks? Alright. Was brauche ich denn dafür? Unlock New Receipt.
das sind die Stärken hier, oder was? Ja, das kriegt die niemals hin. Bei Hard? Oh doch, guck mal, bin drüber schon. Oh, jetzt geht's aber runter. Ah! Ah, haben wir schon Level 2 jetzt. Guck mal. Jetzt ist das nicht mehr so hart. Ach doch, ist immer noch rot. Wie viel brauchte ich denn dafür? Ich glaube, wir haben hier noch, oder? Was brauchte ich noch? Ach, hier irgendwie... Hier, Wooden Beam braucht man noch. Das ist aber auch hart. Ja, guck mal, das schafft sie auch. Komm. Ja, oh, der kommt jetzt. Oh, habe ich hingekriegt. Wie viel brauche ich davon? Weiß es gar nicht. 5 haben wir jetzt. Oh, das hat sie nicht hingekriegt. Je höher dein Skill, umso mehr Erfolg hast du. Ja, okay, war mir schon klar. Ja, hat sie wieder nicht geschafft. Aber man kriegt ja trotzdem Skill. Aber jetzt gleich beim ersten Mal, oder was? So, mit O. Das Hammer. So, und jetzt? Menü? Werkbank. Guck mal. Tolle Werkbank. Packen wir hierher. Ja, schön am Licht. Ah ja, jetzt kann man schon mehr machen, guck mal. Oh, wie es gleich runtergeht, aber hat es hingekriegt. Guck mal, ich habe eine Kiste jetzt. Chat, ich habe eine Kiste. Wie komme ich denn hier raus eigentlich? Ich muss das abwählen, ne? Den Hammer. Das ist aber auch umstellen. Das Baumenü ist richtig umstellen. Guck mal, jetzt geht es wieder nicht weg. Jetzt. Wieso darf ich denn auf 7 jetzt die Kiste nicht platzieren? Das verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Kann ich nur mit dem Hammer bauen, oder wie? Ich verstehe es nicht. Alter, dein Ernst? Ich muss das craften und dann nochmal darüber herstellen? Oha, nice. 3-1 Türkei. Läuft. Wie ein Länderspiel. So, jetzt habe ich eine Kiste. So, darf ich jetzt wenigstens ohne Hammer da was reinpacken? Guck mal, Innereien braucht man nicht im Inventar. Knochen. Was ist das hier? Auch immer das ist. Ein Care-Paket. So. Die Türkei hat gewonnen. Ich fasse es nicht. Sehr gut.
So. Aber was craftet man jetzt als nächstes? Jetzt geht man quasi wieder auf den Hammer. Menü. Und jetzt als nächstes brauchst du dann hier so einen Quark, aber da brauchst du halt Clay dafür. Founders Crafting Table. Ist das nicht dasselbe wie... Was bleibt denn nur noch das, oder was? Aber Clay, wo krieg ich denn Clay her? Wenn etwas nicht erfolgreich hergestellt wurde, besteht die Möglichkeit, dass Teile der Mats auf den Boden fallen. Okay. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was sollst du denn hier sonst noch herstellen? Da brauchst du ja schon Eisen für. Gibt es eigentlich sowas wie eine Spitzhacke? Weil das ist ja nur eine Axt. Und Pickaxe sehe ich da unten nur als Metallversion. Ach ne, guck mal. Longwood. Gedöns. So. Und jetzt kann ich hier eine Stone Pickaxe machen. In der Hoffnung, dass es schafft. Alter, die fängt schon an, wenn das schon kaputt ist. Wasser hat ja super funktioniert. Hallo. Mach das doch mal jetzt. So, guck mal. Und hier oben. Natürlich ist der jetzt weg. Alter, haben die den gerade weggefarmt, oder was? Ja. Da oben war auf jeden Fall irgendwas, was jetzt nicht mehr da ist. Oh Mann, ey, das ist richtig dumm. Jetzt rennt sie rum und sucht Clay, aber... Was ist das da? Metall oder so? Da blinkt da schon was. Was blinkt denn da? Ist das Metall? Das Kupfer. Geht auf wie ein Hefekloß. Ganz witzig, dass der mal kleiner wird. Was ist denn das hier? Das ist Normalstein. Oh, da unten ist eine Katze. Warum wollt ihr jetzt nicht, dass ich mir das... Ist mir doch egal. Auch das auch, Alter. Den eigenen Block. Aber da unten ist irgendwie so eine Katze. Wow. Der kommt hier hoch.
Lassen Sie mich in Ruhe! Vor allem, Wolf! Wolf! Erstmal was essen. Aber wieso verliert man denn Leben? Achso, weil man mehr als 100 hat dann. Wo kriege ich jetzt Clay her? Das ist doch bescheuert. Hier ist ja alles leer gefarmt. Hier ist auf jeden Fall Flachs. Überall stehen ja Schäferhunde, guck dir das an. So, ihr sagt am Fluss. Aber viel Hoffnung mache ich mir da nicht, weil das brauchen wahrscheinlich alle, wa? Hallo Hotte, Grüße. Oh, lag. Da muss ich mal gucken, ich bin voll überladen. Was ist denn hier so schwer? Wahrscheinlich hier, das Holz. Wo ist denn hier eigentlich meine Sortiertaste? Ist immer noch so schwer. Irgendwas übersehen? Toll, und das heißt, wo kriegst du jetzt Clay her? Da drüben ist das wahrscheinlich Clay, oder was? Sortiertaste, naja. Oha, böse Lags. Ja, die Server sind braucht jeder viel. Tja. Das sind aber auch so Blöcke, so Steindinger wie da quasi, wie die Dinger. Oder was? Wow. Da wirst du ja jetzt auf jeden Fall was finden, wenn hier 50 Leute nach Clay suchen. Dass das die Erfolgschance ja riesig. War kein Geld über in der Entwicklung für die Funktionstaste. Gläser und so rote Matschhaufen. Ich dachte, das sind doch so eine. Aber wo finde ich die denn? Das hier ist ja wieder normal Steingedöns, Flint. Braune Matschhaufen. Aber sind die nur hier so am Fluss oder sind die auch irgendwie auf Wiese? Wie sehen die denn aus? Ich muss das mal gucken, wie die aussehen. Überall. Ja, ich sehe hier nichts Braunes. Keine Kackhaufen. Schreit mal, wenn ihr eins seht, weil ihr wisst ja nicht, wie die aussehen. Also ich sehe hier nichts.
Aber sind die denn so selten? Sowas hier ja nicht, oder? Das ist ja hier einfach nur eine Pfütze. Ja, aber in die andere Richtung geht's nicht mehr. Ich bin ja am letzten Zipfel. Wo soll ich denn dann sonst suchen? Ja, der ist doch bescheuert. Also ich würde mir das Spiel vielleicht nochmal angucken, aber dann, wenn es eigene Server gibt. Weil so ist ja Katastrophe. Kann mir nicht sagen, dass das Spaß macht. Ich weiß ja nicht mehr, wie das aussieht, wonach ich suchen soll. Kann man eigentlich eine Fackel craften? Hier ist ein Stein in meinem Feuer. Ach, hier sind zwei Feuer, guck mal. Geil! Gibt's keine Fackel? Was brauche ich für die Kiste? Ich brauche noch eine Kiste eigentlich. Planks und Wood-Gedöns. Das, was ich rausgepackt habe. Planks müssen wir nochmal craften. Geht die Sonne auf. Planks. Naja, ans Hohlmess kommt's halt nicht ran, wa? Aber jetzt brauche ich auch keine Fackel mehr. So, jetzt machen wir noch eine Kiste. In der Hoffnung, dass es... Oh, instant. Eine Profi-Crafterin haben wir hier. Chat. Darf ich vorstellen? Marie. Die Profi-Crafterin. Alter, muss ich jetzt wieder reloggen, damit man die Kiste sieht? Laberer Barber. Gibt's da nicht noch einen anderen Trick? Kann man nicht auch ausweichen oder irgendwas? Nö. Sterben. Jo. Das macht Freude, das macht Spaß. Ey, sorry, wenn ich das so sagen muss. Ich meine, ich habe das Spiel ja auch umsonst bekommen. Aber das heißt nicht, dass ich das unbedingt jetzt in den Himmel loben muss. Kann ja meine ehrliche Meinung sagen. Ich habe selten... Also, es ist schon echt lange her, dass ich so ein schlechtes Spiel gespielt habe. Also es ist ja komplett unfertig. Die Server sind komplett am Ende. Ist hier Kupfer oder was?
Oh, der war fast tot, Alter. Ich hab sie gerettet, oder ihn, Sherty. Krass. Bin so ein guter... Schön sieht's aus, ja, aber das war's dann noch. Warst ja auch ein Vierteljahr nicht da, also logisch, dass es lange her ist. Nein, aber... Also Chat, jetzt mal ohne mein negatives Gequatsche. Wie findet ihr das Spiel auf den ersten Anblick? Das ist Early Access, das ist nicht Pre-Alpha. Das ist Early Access. Das macht's ja so schlimm. Da ist Lehm, oder? Ist das Lehm? Bist du Lehm? Das sammelst du einfach so ein. Mit dem Staubsauger wieder. Ich hab Leben gefunden. Spieltop, Server meh. Sicher für den einen oder anderen ein schönes Game. Erster Blick ist schon nice, aber beim genauen Hinschauen noch viel zu buggy und teilweise unüberlegt. Das stimmt allerdings. Da ist auch noch Leben. Ja, auch. Ah. Ist, glaube ich, alles nachgespawnt gerade. Bin der erste Staubsauger, der hier langläuft. Juhu. Ich nehme das alles mit und wenn ich überladen bin, ist mir egal, dann laufen wir in Zeitlupe zurück. Staubsaugermodus. Alles den Losts und Torus wegsaugen hier. Das ist mein Klee. Ich finde dieses Baumenü auch so übertrieben umständlich. Das ist so, wie wenn du Leuten, die noch nie ein Survival-Spiel gespielt haben, sagst, entwickel mal ein Survival-Spiel. Komm, wir kaufen einfach mal so ein Preset und schmeißen das mit rein. So wirkt das. Also doch bei denen in der Nähe, ja. Und dann gibt es auch noch eine Version für 100 Euro, plus dass sie sagen, dass bei Full Release noch mehr bezahlt werden muss. Ja, das habe ich eh noch nicht ganz verstanden. Wie ist das mit dem zu Full Release? Was soll man da noch extra zahlen? Also für was? Skins oder sowas? Wie war das? Muss ja Skin sein oder was? Muss nur aufpassen hier mit den Wölfen. Der ist ja richtig taub. Und was ist das hier? Hier liegt immer einer, oder was? Ist jemand gestorben, oder wie, oder was? Aha. Oh, Raspberries, guck mal. Lecker Himbeeren. Mmh. Mmh. Also ich finde, das Spiel wirkt so unfertig. Es könnte auch von einem Indie-Studio... Ist es ein Indie-Studio? Ich weiß es gar nicht. Also irgendwie... Naja, wir gucken mal. Ich spiele das mal jetzt noch ein bisschen. Wir craften mal noch die ein oder andere Sache. Jetzt haben wir ja ein bisschen Clay. Wie viel Clay haben wir jetzt? Da höre ich es knurren. Ich bin ja schon weg. Bisschen Clay haben wir ja jetzt. Ja, da leckt's wieder, sobald ich wieder die Baufraktion betrete hier. Monatliches Abo. Ach ja, das hatte ich gelesen. Monatliches Abo für dein Grundstück. Nach Release wollen die ein Abo-System einführen, wie bei WoW, also WoW. Die Miete deiner Grundstücke sozusagen. Monatliches Abo. Sollt wohl für deine Grundstücke Miete zahlen.
Wie, das, was ich jetzt hier den Kreis gemacht habe, dafür soll ich dann auch noch zahlen, oder was? Hä, da musst du das Spiel Free-to-Play anbieten, aber doch nicht für 100 Euro. Also ja, oder selbst für 40 Euro. Das Spiel ist doch niemals 40 Euro wert, machen wir uns nichts vor jetzt. Ah! Aber den Kreis hier, was ich gerade gemacht habe, das ist mein Grundstück dann, oder was? Da wird Project Loki mehr Erfolg haben als dieses Spiel. Hundertprozentig. Und das ist free to play. Ja, sonst würden die Leute das zuballern. Einmalig zahlen und der Kreis ist weg. In dem Status vielleicht 17 Euro als Alpha-Version. Na, vor allem ist das ja Early Access. Es ist ja jetzt nicht mal eine Vorversion. Also es ist ja jetzt quasi auf die Menschheit losgelassen. Und dafür, dass du hier unsichtbare Kisten hast, wo du gegenrennst, oder Lagerfeuer, die unsichtbar sind und nach dem Reloggen erst wieder auftauchen, sodass du zwei ineinander stellst, weil du denkst, das erste wurde nicht hingestellt. Das ist halt schon hart. Kriegt man die Mats eigentlich wenigstens wieder? Nö. Auch nicht schlecht. So, und jetzt hier für meinen kleinen blauen Kreis hier? Dafür soll ich jetzt Geld zahlen, oder was? 3,99 im Monat. Und ohne Werbung 5,99 wie bei Amazon Prime. Eieieiei. Release wird auch noch mindestens ein Jahr dauern. Dann wollen wir mal schauen, wer bis dahin überhaupt noch spielt. Ist so. Das wird eingestampft, sag ich dir so, wie es ist. Ich verstehe den Survival-Aspekt da drin auch nicht. Wenn sie kein Survival sein wollen. Hört sich wie ein Witz an, aber leider ja. Das ist halt schon krass. Sind die 40 Euro eigentlich gesamt? Also mindestens Grundstück und Kaufpreis oder extra? Nee, extra. 40 ist nur für das Spiel, glaube ich. So, ich wollte jetzt gucken, was wir mit Clay machen können. Was können wir denn mit Clay machen, Chat? Wir können auf jeden Fall einen Korb machen. Small Container made from Reeds. Okay, cool. Also wie eine Kiste, bloß in noch kleiner. Lohnt sich auf jeden Fall. Brauchen wir nicht. So, Menü. Crafting. Guck mal, wir können jetzt hier einen Kohleofen machen. Wo ist denn hier vorne und hinten? Da ist vorne. Funktionieren, hauen jetzt wenigstens die... Das ist ja wieder unsichtbar. Ja, platziert ist er auf jeden Fall. Für die 40 Euro bekommst du ein Grundstück. So, das heißt, ich... Alter, das kann's doch... Was? Wie schalte ich jetzt noch mehr Sachen frei? Und kann man die Sachen wenigstens auch noch verschieben? Jetzt brauche ich Steine, richtig? Gut. Ist ja nicht so, dass sie hier nicht sind, die Steine. Mein Inventar ist halt voll und ich würde gerne was in die Kiste packen, die nicht vorhandene. Warte mal, ich kann aber sterben? Es gibt keine Sterbetaste hier oder was, dass ich wieder respawnen werde. Jetzt muss ich das Spiel überlegen, weil ich muss das Spiel schließen. Hol dir jetzt die Aufwertung. Aber guck mal, Gründerpaket, Maß, um zwei zusätzliche Grundstücke zu erhalten. Deinem Account zwei Charakterplätze hinzuzufügen. So, das habe ich jetzt bekommen. Das habe ich von denen bekommen. Ich meine, so sieht das ja cool aus. Ist ja schön mittelalterlich und es hat ja eine geile Grafik, muss man ja sagen. Aber das heißt, ich habe eigentlich Grundstücke. Zwei Stück. Chat, ich habe zwei Grundstücke. Aber man soll das Spiel schon für 40 kaufen, ohne zu wissen, was die Miete der Grundstücke kostet. Naja, bis dahin, Gabax, bis dahin kannst du es ja ohne
Grundstückspreis spielen. Weißt du? Gibt drei Pakete und bis Release ist es dann umsonst. Danach mit Abo. Oh, ich muss mal schnell pinkeln, Leute. Wir sind gleich. Gleich wieder da. Such ich meine Kisten. Aktuell würde ich auch jedem davon abraten, das Spiel zu spielen oder zu kaufen. Ihr wisst, ich bin bei sowas immer ehrlich und sehr objektiv, aber das ist schon eine Zumutung. Ach, guck mal. Ich habe quasi das Ding in meine Kiste gesetzt, was eigentlich vielleicht nicht möglich ist, aber dadurch, dass die Kiste unsichtbar war, ist es jetzt möglich. Verstehe. Kann man das eigentlich umsetzen oder muss ich es zerstören? Destroy. Ich kann es quasi nicht umsetzen. Okay. Ein Problem. Die ist da quasi mit verbaut. Die haben das 1x1 des Marketings und die Gamer, die sich für solche Games interessieren, nicht verstanden. Wie gesagt, ich sagte, so ist es da. Hat jemand gesagt, okay, komm, wir bringen noch Survival-Sachen mit rein und hat aber noch nie ein Survival-Spiel gespielt. So, wir machen jetzt mal hier das ganze Erdzeug rein. Kann man eigentlich irgendwas... Ja, okay, man kann es doppelt drücken. Perfekt. Steine. So, und hier haben wir auch noch Steinzeug drin. So. Prima. Sachen in Kisten packen funktioniert schon mal. So, was kann man jetzt hier machen? Laut, man kann Kohle machen mit Holz. Kohle braucht man bestimmt für irgendwas anderes. So, wir hatten ja irgendwo. Hatten wir ja Holz. Crafting Dingsbums. So, ich habe da Holz. Aber nur noch 26. Guck mal. Haben wir nämlich hier reingepackt. Und dass das Ding hier auch manchmal nicht weggeht, hier außen, ist halt auch so ein Verbrechen. So. Es ist so laut. Kohle. Craft Item. 20 Minuten! Hast dann 25 Kohle aber. So. Naja, wenigstens sieht der Rauch schön aus. Vor allem jetzt am Anfang ist es bei Release ohne Miete. Dann ist alles voll. Na, da werden sie ja wohl nochmal die werden ja wohl zu Release nochmal die Server wipen oder was. Ich muss diesen Server stumm schalten, das geht nicht. So. Ich habe Feuer gemacht. Wie geht's jetzt weiter? Wie schalte ich denn neue Rezepte frei? Das habe ich immer noch nicht gerafft. Hier kannst du Holz bearbeiten. Gut, habe ich verstanden. Hier kannst du quasi Werkzeug craften. Aber was brauchen wir denn jetzt noch? Basic Leder arbeiten Tool.
Guck mal, wir haben sogar einen Knochen und Flint haben wir auch. Wir haben Knochen. Und Flint hatten wir. Und jetzt können wir dann da einen Leder-Dingsbums bauen. Frage ist, ob wir das überhaupt brauchen, aber egal. Wir craften das jetzt. In der Hoffnung, dass es schafft. Komm schon! Oh, ich schaff's. Doch. Okay, jetzt haben wir so ein Lederarbeitungstool. Und was können wir damit jetzt machen? Den Hammer oder was? Hammer und dann. Die Technik und vor allem der Netcode scheint ausbaufähig zu sein. Sagt er, es ist nur Grafikblender. Ja. Deshalb bauen die alle Industriegebiete bei Bautimer. Wie meinst du das denn? Woodpacks brauchen wir noch. 20 Stück. Aber die hatten wir doch, glaube ich, oder? Hier reingelegt. Haben wir noch. So, Hammer in die Hand. Menü. Lederarbeiten. Würde ich gerne die Büsche... Oh, ich sehe ihn mal auf Anhieb, Leute. Ich dachte, ich muss wieder ausloggen. So. Okay, jetzt können wir hier quasi... Was haben wir denn von den Dings bekommen? Hier ist was. Das hier quasi. Oh, wieder nicht hingekriegt. Was kann die denn überhaupt? Jetzt hat sie es hingekriegt. Okay, und jetzt haben wir jetzt davon Large. Hey, warum zeigt es mir das jetzt erst an, dass ich das gelernt habe? Das hatte ich doch gerade schon. So, und jetzt können wir hier noch was aufhängen zum Dingsen. Okay, das ist gut verstanden. Das ist in die Lederrichtung für Klamotten und sowas wahrscheinlich. Was war nochmal Tailoring? Brauche ich auch wieder Knochen. Kriege ich von den Wölfen Knochen? Tailoring ist Kleidung. Okay. Und Fletching? Hier ist Blacksmith, aber da brauchst du ja schon dann Eisen. Ich habe auch kein Holz mehr, kein Flint, nix. Doch, Flint hätten wir noch. Ich hätte eigentlich gerne noch eine Kiste, sag ich, so wie es ist. Das Ding ist auch, dass du die Kisten hier craften musst, um sie dann mit dem Hammer hinzustellen, ist halt auch echt umständlich. So, meint ihr, die wird jetzt... Also ich ist nicht unsichtbar. Fleischer, okay, das ist dann halt mit Essen, okay. So, wir werden jetzt hier mal Holzgedöns reinpacken. Hier dann so Pflanzengedöns.
Die Autosortiertaste fehlt, Leute. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das ist. Das ist fett. Da fehlt das Icon oder was? Haben wir dafür kein Icon? So, das würde bedeuten, wir müssten jetzt los, Holz holen und vor allem Knochen und sowas. Müssten quasi jagen. Ich weiß nicht, die Wölfe, die werden wohl ein bisschen too much sein. Und vor allem, ich habe hier drei Bäume stehen. Und die sind alle too hard. Was ist denn eigentlich mit dem... mit dem Bogen? Warum können wir nicht... wir können Pfeile machen, aber wir können keinen Bogen machen? Naja, aber wisst ihr, was spannend ist? Man wartet immer... ich habe das überhaupt nicht geöffnet. Man wartet immer... aufs nächste, auf den nächsten Bug oder so. Ob ich den schaffe? Boah, 10 trotz Schild. Boah, den schaffe ich niemals. Zweiundzwanzig! X befruchtet! Okay, im Kreislaufen bringt nix. Was? Wieso komme ich jetzt hier raus? Wieso nicht bei meinem Feuer? Wozu habe ich ja mein scheiß Feuer? Das wäre eine Kacke. Hätte ich das doch gar nicht probiert, dann wäre ich das Risiko gar nicht eingegangen, wenn ich jetzt wieder 100 Kilometer laufen muss. Also, bald das besser gemacht, Chris. Streng dich mal an. Das glaube ich aber nicht. Das ist eine Lüge. Ist eine Ruine. Warum finde ich hier nicht mal Sachen? Ich dachte, ich finde mal einen Stein. Und ein Stück Holz. Hier ist nix. Und das Ding ist, ich will dem Spiel ja eine Chance geben, aber... es ist halt auch übertrieben mühselig. Ich glaube, mit STRG links kannst du eine starke Attacke. Was STRG? So, ja, brauchen wir natürlich irgendwas in der Hand. Das ist halt der Strein, der am nächsten ist. Kann man noch irgendwie anders porten hier? Das ist halt so auch so übertrieben mühselig, hier irgendwas zu erreichen.
Mensch, ich kann mir nicht mal aussuchen, wo. Aber hier gibt's Clay. Guck mal, das war vorher noch nicht da. Haben ist besser als brauchen. Ich hätte ja gerne nochmal einen Stock und Stein aufgesammelt für eine Axt, aber... Aber Computer sagt nein. Gibt's halt echt keinen Ast und keinen Stein. Aber Chat, seht's mal so. Zumindest die Leute, die jetzt das Spiel noch nicht gesehen haben, habt da gleich mal einen Eindruck und spart euch vielleicht das Geld. Kaninchen, guck mal. Aber ich habe halt keinen Stein, ich brauche noch einen Stein. Oh, Pilze, guck mal. Ich finde es halt leider sehr unfertig. Das, glaube ich, trifft es am besten. Kann ja ganz cool sein, aber das Kampfsystem ist jetzt halt auch nicht das Beste, wa? Im Kreis rennen und zuschlagen. Weiß ja nicht, lernt man noch sowas wie Ausweichen oder so, oder ist es halt einfach nicht vorhanden? Kein Ausweichen, aber nur wenn du gesagt hättest, du machst ein Kommendorf, wäre ich dabei gewesen. Naja, spare ich Geld. Genau. So, ich habe mir jetzt noch mit Absicht schon mal Zeug noch mal doppelt gemacht. Guck mal, jetzt bin ich raus aus dem Inventar und rechts bleibt das Bild trotzdem das Ding da. Ich habe mir jetzt nochmal gecraftet, damit wir hier nochmal Holz und so mitnehmen. Weil bei mir da in der Ecke gibt's ja nichts. Du Björn, wenn es ein eigenes Server geben würde, dann würde ich sogar drüber nachdenken. Das Game hat weder Quests noch Story, Gabaks. Es hat nur quasi Höhlen, also sowas wie Dungeons, wo man dann reingehen kann. Aber da hängen halt auch nur Wölfe und sowas drin ab, wo man dann mit mehreren drauf rumkloppt. Das ist halt ein MMO. Ein MMO ohne Story und ohne alles. Ohne Konzept. Ja, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ganz schwierig irgendwie.
Keine NPCs zum Quatschen und keine Quests, ja. Ist einfach nur eine leere Welt. Mit ein paar Dungeons. Also Dungeons in dem Sinne, dass du zum Beispiel eine Höhle hast mit Wölfen drin. Und da wartet dann ein Raum dahinter, wenn du es geschafft hast, mit einer Kiste. Das war's. Es soll ein Social MMO werden. Ähnlich wie bei Life is Feudal. Ja. Out of Stamina. Können wir so einen Pilz essen? Aber wahrscheinlich lieber nicht den Giftpilz, wa? Also faire Arbeit für ein paar Deko-Elemente, 5 Arten Tiere, 5 Arten mystische Wesen und Längen des Server, ja. Krass. Verstehe ich auch nicht. War das ein Entwickler, oder? Da hat ja Metalords mehr zu bieten. Und das Laufbauspiel. Aber Björn, jetzt sag mal ehrlich, was findest du denn an... guck mal. Was findest du denn an dem Spiel so geil, wenn du sagst, du bist voll überzeugt hier Feuer und Flamme mit dem Spiel? Oh, 2 ist hart. 2 will ich nicht. Das ist doch so geil, wie man die einsaugt, wie so ein Staubsauger. Nicht mal schlachten musst du die, den Grind. Man muss ja echt viel dran arbeiten, um Progress zu machen. Schwierig. Kann man auf sowas stehen? Du hast gesagt, helle Stämme. Das geht nicht. Also wenn du ein Dorf gebaut hast, was genau ist dann das Ziel? Die Map erkunden und in diese Dungeons gehen. Hier, das sind so diese Höhlen, glaube ich. So wie ich das verstanden habe. Dann kannst du die Map erkunden. Ja, und dann... Ja. Nee, du hast gesagt, heller Stamm kann ich abbauen. Da muss ich schon sagen, dünner, heller Stamm. Ja? Wir müssen hier schon korrekt bleiben. Gibt's denn Hunger, Durst, Hitze, Kältesystem oder sonstige Survival-Sachen? Nee, Grabax gibt's nicht. Wetter nur zum Angucken oder Auswirkung? Zum Angucken. Guck mal, der hat ewig gewartet, dass sein Clay mitten in der Base nachspawnt. Dann komme ich. Und nehme ihm alles weg. Ja. So, wisst ihr, was geil ist? Jetzt muss ich auf die andere Flussseite. Da kriege ich wieder so viel Damage, dass ich kurz vorm Sterben bin. Scheiß Bauspot. Hätte ich das gewusst, dass man immer an diesen Kackdingern rauskommt und nicht bei sich zu Hause. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, auch bei sich zu Hause rauszukommen? Essen dient für Buffs, weil man sonst nicht leveln kann. Und für Kampf. Naja, soll irgendwann mal Auswirkungen darauf haben, genau.
Guck mal, da hinten gibt es übrigens viel Stein. Und blöd, dass meine Pickaxe genau auf der anderen Flussseite liegt. So, jetzt müssen wir da rüber. Wir wissen alle, wie das enden wird. Haarscharf. Runter, tickt's Leben runter. Je mehr ich antworte, Noki, der ist gut. Der ist gut. Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Also da haben wir schon Indie Survival Games gespielt, die konnten mehr. Also wie gesagt, sieht ja schön aus. Ist halt Unreal Engine, wa? Aber... das war's dann auch. Meiner Meinung nach. Ich versuche ja noch mein Glück hier. Ich versuche ja, dass mich vielleicht das noch überzeugt. Irgendwie, dass ich noch was Cooles finde. Aber du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass ein Spiel nur im Multiplayer funktioniert. Und ich frage mich, warum? Warum sollte das jetzt nur im Multiplayer funktionieren? Da macht doch trotzdem jeder das, was ich hier gerade mache. Klar, hast du dann mehr Loot, aber du brauchst halt auch mehr Ressourcen. Weil du ja mehr Rüstung brauchst, mehr Werkzeuge, mehr Waffen. Also... ich glaube, mit dem Aspekt, dass das nur im Multiplayer funktioniert, das geht sowieso nicht auf. Viel zu viele Leute spielen Solo. Hast du Enshrouded gespielt? Das war tausendmal besser. Also Enshrouded war tausendmal besser. Habe ich zwar auch nicht lange gespielt, weil es kurz vor der Weltreise kam und ich dann auf Weltreise war. Aber das, was ich gespielt habe, das war tausendmal besser. Also nicht für Konzept. Ja, eine Mittagspause schnell ausgedacht. Ja. So, jetzt bin ich hier. Kann ich meinen Loot eigentlich wieder aufheben? Wo bin ich denn jetzt? Ja, da. Noch 16 Minuten lang kann ich meinen Loot aufheben. Problem ist, es liegt direkt beim Wolf bestimmt. Ziel soll eine Riesengemeinschaft sein. Jeder trägt seinen Beitrag zu. Überall Dörfer und umso mehr Grundstücke man zusammenfügt, desto größere Dinge kann man erschaffen. Wie wäre es dort denn ein Community-Dörfchen zu machen? Ja, wäre ganz cool, aber nicht auf dem Server hier. Also wie gesagt, ich hätte ja auch schon Lust, würde mir das auch mal angucken, aber auf einem eigenen Server. Und dann halt so mit, keine Ahnung, oh, der ist genau beim Hund. Auf einem eigenen Server. Und nicht so ein vollgebauter Scheiß hier. Ach so, Enshrouded? Nee. The Day Before war doch auch ein Top-Game. Ja. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Danke. Oh no, ich kann nichts nehmen. Ich hab zu viel Holz in the Inventory. Könnt ihr ihm helfen? Bin so ein Netter, Alter. Bin so ein Netter. Der wäre draufgegangen sonst. Jetzt fehlt die G-Taste, wo automatisch alles rüber sortiert. Das wäre doch ein Träumchen. Guck mal, wir haben noch zweimal... diese Geräusche sind halt auch so... übertrieben laut.
Ja, das habe ich mir gestern angeguckt. Also warst du ja dabei. Once Human. Das sah eigentlich ganz cool aus, aber... Aber bin ich auch mal gespannt, in welche Richtung das geht. Mensch. Jetzt kann ich eine Torch, guck mal. Torch, war das nicht der Typ, der gesungen hat? Wir waren mal Stars, die Karriere ist vorbei, das war's. Nee, Torch war, glaube ich, war Torch nur ein Typ oder war das eine Band quasi, eine Gang? Weiß das gar nicht mehr. So, jetzt kann ich auf jeden Fall mein anderes Zeug aufheben. Wir rocken die Charts und wir hocken in den Bars. Ich habe Fleisch gegessen. So, der Wolf ist ja tot. Den habe ich ihm gelassen, weil er hat die meiste Arbeit gemacht und ich bin ja netter. Außerdem komme ich jetzt an mein Loot. Oh, jetzt ist glaube ich Respawn, kann das sein? Guck mal, hier waren auf einmal sind jetzt überall Steine wieder. Sag ja, das wirkt auch so ein bisschen. Hallo? Ich möchte es öffnen. Ich darf es nicht mehr öffnen, oder was? Warum ist das jetzt immer noch da? Versteh's nicht. Kann da nicht reingucken. Naja. Nee, mit dem Shroud bin ich tatsächlich durch. Dann lieber Soul Mask. Damit es überall in der Woche schön glitzert. Ja, ich darf da nicht reingucken. Gerade bin ich jetzt so rumgelaufen und dann hat es irgendwann, ich habe E gehämmert und dann ging es irgendwann. Weiß ja nicht, ob da jetzt noch was drin ist, aber ich habe Take All gemacht. Mein Werkzeug habe ich hier. Also ich gehe davon aus, dass ich alles habe. Ich habe schon seit drei, vier Monaten einen Server für Enshrouded und spiele nicht drauf, weil ich allein echt öde ist. Ja, okay. Habt ihr probiert oder was, Yumi? Naja, so, gucken wir mal weiter. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt macht man. Was crafte ich jetzt? Björn, erzähl mal, was soll ich jetzt craften? Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich weiterkomme. Wie lerne ich jetzt ein Haus? Okay. Ja, macht Sinn. Das heißt, ich gehe jetzt. Ich nehme jetzt meinen Hammer. Wo ist mein Hammer eigentlich? Geh ins Menü. Construction und möchte eine Foundation haben. Dann brauche ich wieder Steine. Halt, hier war das. Ich habe halt auch nicht so viel Steine. Ist ja krass, wie viel Steine man da braucht. Und wenn ich das höher setzen will, geht das nicht. Warum nicht?
So. Das war's. Auch Steine. Sag mal, welchen Server bist du? Warum ist das so flüssig? Es geht tatsächlich bis jetzt nur ein Server, Betty. Und dann ist fertig mit dem Solo-Game. Ein Dorf beinhaltet Freunde. Ja, true. Es geht nur ein Server, Betty. Das ist der mit... wie heißt der Chat? Sehe ich das hier irgendwo eigentlich? Man ist nicht ewig jung. Hallo, hallo 10. Aber Betty, es lohnt sich nicht. Hallo 10. Betty, wie weit hast du schon gespielt? Hast du überhaupt schon gespielt? Oder hast du nicht gespielt, weil du keinen Server gefunden hast, der flüssig läuft? Ich habe auch 3 Stück probieren müssen. Dann bin ich einfach auf den gegangen, auf den alle gehen und dann, ja. Jetzt hänge ich hier aber bei einem komplett zugebauten Server, bei einer 45 Mann, bei einem 45 Mann Tribe. Nee, das machst du mal jetzt nicht so. 5 Minuten, nicht schlecht über das Spiel reden. Ah, das ist aber schwierig. Auf jeden Fall bin ich hier in der Nähe von einem 45 Mann Tribe, die alles weglooten. Also ja, macht Spaß. Ist ja nicht schlecht geredet, macht Spaß. So, jetzt ist wieder alles despawned hier, wie Sie sehen. Habe ich hier richtig viel Steine zu looten? Ja. Schön. Ja, das stimmt. Field of View ist auf jeden Fall nice. Ich spare jetzt. Ich darf ja nicht schlecht über das Spiel reden. Ja, ich bin auch auf 3 Servern gewesen und dann habe ich einfach gedacht, komm, ich probiere mal das, wo die anderen drauf sind und dann ging das. Aber es ist halt natürlich alles zum voll gebaut, wa? Warte mal noch 5 Minuten, dann sage ich was dazu, Betty. Ich fürchte, dass ich hier nicht hochkomme. Ach, guck mal hier. Kalkstein. Mal erzähl mal, was so geil ist an dem Spiel. Erzähl mal, Betty. Wenn du da schon so Veteran bist. Vielleicht habe ich ja auch noch einfach nicht genug gesehen von dem Spiel. Kann ja auch sein. Bären. Die sind bestimmt stark. Da oben sind Steine. Problem ist, ich habe viel zu viel Zeug mit.
Dann mit 535 ist das nicht mehr schwer, dass ein Game so geil aussieht. Die Frage ist halt, was für einen Rechner dafür brauchst. Ja, bei dem hier glaube ich nicht mehr. Also 2070 soll wohl reichen für geile Grafik, hat einer geschrieben. Tin ist noch. Was ist Tin? Tin nochmal? Tin ist Zinn, oder? Alter, man weiß doch aber, dass da ein Ansturm ist, oder nicht? Spiel hat so viel Potenzial in viele Richtungen. Für dich zum Beispiel auch RP. Wird interessant werden mit PvP und den Jobs-Spezifizierungen deines Charakters. Die große Frage ist und bleibt leider, was die Spieler aus dem Game machen. Damit steht und fällt... Na, wenn ich höre, dass du Geld für ein Grundstück zahlen sollst, obwohl du schon 40 Tacken für das Spiel bezahlt hast, stellt sich mir die Frage, wie viele das dann letztendlich noch machen werden. Du zahlst gerade für den Early Access. Naja, und danach sollst du für ein Grundstück zahlen, hieß es vorhin. So, wie viele Steine haben wir denn jetzt? Eigentlich nicht viel, wa? 30. Mal sortieren, das geht gar nicht. Da bin ich ja gespannt. Oh, 5 Minuten sind rum. Also ich glaube nicht, dass das Spiel den Hype behält. Sag ich dir so, wie es ist. Aber wenn du da Spaß von hast, um Gottes Willen, Copernicus ist ja auch hyped auf das Spiel quasi, hat er gesagt. Aber wie gesagt, für mich wirkt es halt komplett alles durcheinander gewürfelt. Und ich bin eh kein Freund von Office-Servern. Merkt man einfach. Startest das Spiel und läufst erstmal eine halbe Stunde rum, weil überall alles vollgebaut ist. Also extrem vollgebaut ist. Weil das wahrscheinlich auch der einzige Server ist, der flüssig läuft. Aber wer zahlt 40 bis 100 für ein Alpha-Spiel? Mehr ist es aktuell nicht. Die EA hat das nicht verdient. Bei den Fehlern und Problemen. Hallo Satan, Grüße. Wenn der Server später mehrere tausend Leute fassen soll, um Handel, Kriege etc. möglich ist, das für Ressourcen, das geht nicht ohne monatlichen Beitrag. Ja, die müssen interessante Mechaniken reinbringen, damit das Game daran wachsen kann. Damit es auch Sinn macht, sich anzusiedeln und Dörfer zu gründen. Einfach so machen das die Spieler lang, ja. Was ich gehört habe, soll man nicht für weitere Grundstücke zahlen, sondern ein monatlicher Beitrag. Ich weiß gar nicht, wie das bei WoW ist, Leute. Ich zock kein WoW. Ich hab noch nie WoW gespielt. Warum kommt eigentlich keine Musik mehr? Bisschen schade, dass man hier nur Grasschritte hört. Ey, hier ist ein Riesengebiet mit lauter Steinen und du kannst keine Steine abbauen? Kannst ja immer nur die Knubbel abbauen. Knubbelsteine. Krass. Weit und breit keine Steine. €12,99 im Monat kostet WoW. Und was hat man davon? Klärt mich doch mal auf. Ihr jungen Hüpfer seid... nur alle ungeduldig und wollten fertiges Spiel bei einem Spiel, das klar... Betty, also wenn ich ein Lagerfeuer oder eine Kiste platziere und dieses bleibt unsichtbar und ich muss komplett das Spiel... Ich kann nicht mal von hier aus ins Hauptmenü gehen und wieder einloggen, sondern ich muss das komplette Spiel einmal schließen
ist der erste Tag. Das spielt doch keine Rolle, Alter. Das ist einfach nur ein unfertiges Scheißspiel. Aber das muss doch bei den, du hast doch gesagt, es gab jetzt Tests quasi, du warst schon bei hier Closed Beta und so dabei. Da muss es doch schon aufgefallen sein. Hallo Oberst, das sind alle Netzwerkserverprobleme, die du beschreibst. Auch unfertiges Spiel darf sein Early Access. Eben nicht so. Da war es eben nicht so, okay. Ich habe nur schon viele Spiele dieser Art fallen sehen. Ich würde mir ein Game wünschen. Damals war Life is Strange schon in die Richtung, wie ich mir es gewünscht hätte. Aber naja, wir wissen ja alle. Das stimmt. Also ich hätte ja auf so ein Spiel auch Bock, sage ich euch so, wie es ist. Du baust hier ein richtig geiles Dorf als Community zusammen. Jeder hat so ein bisschen seine Aufgaben. Am besten mehrere Leute. Wir haben es bei Life is Fury gesehen, wenn dann alle drei Holzfäller nicht da sind, haben, hat das ganze Dorf kein Holz. Ist halt blöd. Auf sowas wäre mega. Mit RP noch. Alter, ich wäre Feuer und Flamme. Sage ich dir so, wie es ist. Aber ich sehe auch nicht die Langzeit Motivation. Also ja, dann baust du dir da so ein Dorf hin. Das dauert dann ein halbes Jahr. Dann hast du so eine richtig geile Stadt. Guckst du dir andere Dörfer an, treibst vielleicht in der Zwischenzeit Handel mit denen, aber für welches höhere Ziel? Huch, hier liegen Pfeile. Wieso lagen denn hier Pfeile? Also was, wenn man dann losziehen müsste quasi und Bosse erlegen oder... Ja, weiß ich nicht, ist schwierig. Da müssten sie auf jeden Fall noch übelst Landwirtschaft mit reinbringen. Das wäre dann noch so ein Aspekt, der ganz cool wäre. Dann können die einen zum Beispiel auch noch, was noch richtig cool wäre, wenn man mal jetzt das weiterspinnt, dass verschiedene Biome verschiedene Sachen anbauen können, weil dann musst du handeln. Dann zwingst du die Leute zu handeln. Das wird was Großes. Na, Betty, wir werden mal sehen. Bis jetzt ist das für mich nur Schall und Rauch, leider. Dafür spielt sich das Spiel zu blöd. Also auch mit dem Bauern. Du gehst mit dem Hammer, du gehst an die Werkbank, craftest was, dann musst du deinen Hammer öffnen und dann musst du da auf Platzieren klicken, anstatt es gleich aus dem Inventar zu platzieren. Naja, ich bin gespannt. Ich lasse mich gerne als Bessere belehren, aber der Start war auf jeden Fall ein Flop. Oh, Inventory full. Ich habe zwei Hammer. Kann ich den noch wegschmeißen hier? Drop. Liegt einfach ein Hammer, auch geil. Geh mal schwimmen. Da vergeht's dir. Ich weiß, habe ich schon. Wir hatten vorhin schon einen Wettlauf gegen die Zeit. Aber ich habe es überlebt, weil ich beliebt habe. Wie Mickey Mouse. Beliebt! So ist das bei Valheim mit dem Anbauen. Du wirst dadurch Gebiete besetzen und Ressourcen für dich claimen. Ja, verschiedene Maps bei verschiedenen Pflanzen. Was ich dann nur wieder die Gefahr sehe. Drachenlanze, Grüße. Dankeschön für 24 Monate. 2 Jahre voll gemacht. Dankeschön. 2 Jahre, mein Freund. Dankeschön. Nice. Drachenlanze, hallo, was macht man so in dem Spiel, wenn die Base fertig ist? Das beantworte ich dir jetzt nicht. Wie spricht man der Name eigentlich aus? Mekwok? Mekwok? Mekmek? Ich krieg da. Mi. Xot, Xot, Mix, ich krieg deinen Namen hin. Mac, Xot. Das kann dir der Chat beantworten. Das können dir die Pro-Spieler für das Spiel beantworten.
Vielleicht. Aber was ich, also was ich, worauf ich hinaus wollte, das mache ich dann aber nicht hier so. Es ist ja auch gar nichts gegen dich, Betty. Du kannst ja spielen, was du willst. Also es ist ja, kann jeder hat ja einen anderen Geschmack. So, ich habe vorhin zum Beispiel, wie gesagt, in 2-3 Wochen kommt Project Loki raus. Also die nennen es dann, das heißt dann nicht mehr Project Loki, das heißt dann Super Weave. Und das ist so eine Art Battle Royale im League of Legends Style, nenne ich es mal. Also Blick von oben mit Klicken und 3 Attacken hat dein Charakter und dann gib ihm aufs Maul. 4er Teams gegeneinander. Bam. Oder Solo gibt es, glaube ich, noch und Duo dann. Leicht. Also aktuell ging nur Squad. Macht unfassbar viel Spaß, obwohl ich noch nie League of Legends Fan war. Aber das Spiel ist free to play. Es steuert sich gut. Es macht echt Bock. Schöne, schnelle, knackige Runden. Ist auch Geschmackssache. So. Ich hab halt heute einen Key bekommen, hab gedacht, naja, guck's dir mal einen Playtest an, durfte halt nicht gestreamt werden, erst ab 25. Und war voll überrascht, wie gut das Spiel ist. Und das wird auch so ein Ding sein. Manche mögen's, manche nicht. Ich find's geil, dass Free-to-Play ist. Man kann eine eigene Lobby machen, das heißt mit, keine Ahnung, 24 Spielern oder 16 Spielern oder sowas. Immer 4er-Teams, mega. Hätte ich voll Bock drauf, ist ja Free-to-Play, also könntest die Community runterladen und man kann gegeneinander aufs Maul hauen. Feier ich persönlich. Wird aber auch Geschmackssache sein, so wie das hier auch. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne überraschen, was das Spiel noch bereithält. Aber aktuell ist es halt nichts Halbes und nichts Ganzes, leider. Und im Endeffekt, Betty, was du beschreibst mit den Dörfern und PvE und PvP und Handeln und so, im Endeffekt ist das Spiel eine leere Map und dann mach was draus. Spieler macht was draus. Ob das gut geht, du bist so abhängig von den Leuten, ob die was draus machen. Spiele, die ich nicht alleine bewältigen kann, sind heute echt schwer, finde ich. Ja, es ist eigentlich eine leere Welt, wenn man es so nimmt. Keine Quests, keine NPCs, nix. Und dann macht was draus, so. Ein paar Survival-Aspekte oder Crafting-Aspekte. Survival ist es ja nicht, weil gibt ja kein Essen, Trinken, kein nix. Bin gespannt. Minecraft in schöner. Sozusagen, ja. Relaxos Raichu, herzlich willkommen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Stein. Jetzt können wir gucken, ob wir die Dings noch. Gibt Rezepte für Leben pushen. Gibt Tränke. Gibt Dungeons. Gibt NPCs gibt's nicht. Habe ich gehört. Aber hat der Chat gesagt vorhin. Die ist voll Feuer und Flamme für das Spiel. Man könnte denken, die arbeitet im Team. So, darf ich denn jetzt in meinen Loot gucken? Glitzert so schön hier. Guck mal. Nee. Einfach nee. Spiel sagt einfach nee. Verschwinde von deinem eigenen Charakter. Das ist jetzt mein Loot. Von NPCs habe ich aber nichts gelesen. Tiere, mystische Wesen. Naja. NPCs, die man bekämpft, aber nicht interagieren kann. Ja, genau so, ja. Naja, Ultimate Online ging damals schon in die richtige Richtung. Ist aber Gegner-NPCs, ja. Okay. So, jetzt nehmen wir hier uns Dings noch raus. Warte, wo ich das hier war? Clay brauchen wir. Okay, Clay. Haben wir denn hier noch Holz? Platz für Holz, meine ich? Oder muss ich die 50. Kiste bauen? Ich glaube, ich muss die 50. Kiste bauen. Aber die 50. Kiste kann ich wahrscheinlich nicht bauen, weil ich jetzt Holz im Inventar brauche und keinen Platz mehr für Holz habe, ne? Scheißendreck! Entschuldigung, ich hätte gerne eine Kiste. Ist das wieder der Loki? Nee. Sag mal, ey, das ist so unnormal. Wie viele Leute spielen da? 40 hast du gesagt, oder? In diesem Lost. 40 Leute sind Lost. So, wir brauchen Planks und Wooden Peak Gedöns. So, warte mal. Planks und Wooden Deep.
Ich habe gar nichts mehr von beiden. Das heißt, wir brauchen jetzt Holz oder Hütten. Wir müssen hier rangehen und Planks craften. Hört sich Spieler bei Lost. Die farmen dir alles weg. Das ist ja schon verrückt, sag ich dir. So, kann ich jetzt hier noch irgendwas stacken, damit ich wenigstens meinen... Ja, hier, guck mal. Ich wenigstens ein Dingsbums frei ab. Aber stell dir mal einen Ultimate online. In der Grafik und viel bessere Technik. Das wird doch geil. Ich kenne das gar nicht, Ultimate. So, Planks. Craft. Craft. Bei Lost craften ca. 5 Leute und der Rest farmt. Brauchst du nicht wundern, dass da jetzt ein anderer Spieler Ultima. Kenne ich trotzdem nicht. Brauchst dich aber nicht wundern, dass als Spieler in der Gegend hier nichts findest. So, was brauche ich noch? Ach, hier diese Wunden. Die da. Bin ich ja gespannt. So, jetzt hätte ich gerne eine Kiste noch. Ach Mensch, leck mich doch am. Ich kann nichts mehr wegpacken. Ich kann das ja wegschmeißen eigentlich, oder? Da muss ich natürlich auch was da reinpacken. Um dann die Kiste zu craften. Also eine Kiste kriegt sie immer schnell in die Kleine. So, jetzt nehme ich meinen Hammer. Rechtklick. Ich möchte was platzieren und dann wähle ich aus, was ich platzieren möchte. Wo gehen die auch aufeinander eigentlich? Tatsächlich. Aber ob ich dann so gut da reingucken kann, ist die andere Frage, oder? Oh nee, die bleibt unsichtbar. Einfach neben Chris morgen eine Festung. Und in 2 Wochen sind von den 40 noch 5 bis 10 Leute da oder so, ja. So, jetzt muss ich das Spiel wieder schließen und neu und kack und Mist. Ist doch nicht schön, Chat. Hab das mal noch nicht drauf zugreifen kann, wenn du wenigstens was reinpacken könntest. In deine unsichtbare Kiste, aber ist ja nicht so. Naja, ist doch Bescheid. Unsichtbare Kiste am Arsch. So, warte mal, ich brauche jetzt Clay. Hammer. Menü. Fundament. Scheiße, ich kann noch genau eine bauen.
selber auch so teuer. Oh nee, und dann ist es... Oh, du kannst es nicht... Jetzt habe ich die Ressourcen wiedergekriegt, oder? Was ist das da unten jetzt gewesen? Was habe ich da jetzt freigeschalten? Pillar. Das ist hier richtig schön. Das muss ich sagen, das, den Torbogen und den Zaun finde ich richtig schön. Ja, das stimmt, Satan Junior. Der ist auch das ist auch deutlich besser. Aber die Zäune, die sind schön. Vor allem dieser Torbogen. Ja, ich bei einem anderen Spieler gesehen vorhin. Das war richtig schön. Das ist was fürs Grafikherz. So, jetzt brauchen wir wieder 20 Steine. Weil, wo es hier nämlich ringsherum keine Steine gibt. Ah, ich glaube, ich streike, Chat. Also wozu, ich frage mich halt gerade selber, wozu baue ich das noch? Ich habe es ja nicht gekauft, ich habe es ja bekommen vom Entwickler. Sonst hätte ich schon längst ausgemacht, ehrlich gesagt. Ich wollte dem Speer noch eine Chance geben, aber... Aber wie ihr schon sagt, mit 40 Leuten ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber selbst dann besteht es halt nur aus Farmen, 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 was hinbauen und dann kannst du mal durch so einen Dungeon jagen, wo drei Monster sind und das war's dann. Schwierig. Ich weiß, was Betty meint, worauf das Spiel hinaus will. Aber ob das letztendlich wirklich... so passieren wird. Warte ein paar Tage ab. Ein paar Bugfixes werden bestimmt. Aber selbst dann, selbst wenn jetzt die Kisten da wären und die Server flüssig, also der läuft ja hier, muss man ja sagen. Der läuft ja. Selbst dann wüsste ich nicht, ob ich das Spiel nochmal anmachen würde. Also das, was ihr jetzt gesehen habt, Chat, wer würde dafür jetzt 40 Euro ausgeben? Es gibt ja auch keine Reittiere, das heißt, du musst alles laufen. 99, hallo Otakon. 99, wenn du alles haben willst, ja. Du hast noch nicht viel zum Spiel gezeigt. Naja, im Endeffekt geht's nur, du baust halt, Betty. Rüstest du dich aus, und dann geht's halt los. Nur bei nicht weiteren Kosten und wenn man merkt, dass wirklich dran gearbeitet wird. Eure Armut kotzt mich an. Alter, ich habe heute mit dem Steuerberater telefoniert. Ich habe gesagt, die Steuer von letztem Jahr, die müssen wir noch ein bisschen ans Ende des Jahres schieben, weil... ja, dann sitze ich sonst auf der Straße, muss da lachen am Telefon. Boah, Betty hat sich die teure Version gekauft, krass. Geiz, nicht Armut. Ich lasse im Moment sowieso die Finger von allen Open-World-Games, weil nur gerade Dune bei mir im Fokus steht.
Das andere wäre rausgeschmissenes Geld bei mir. Ja, weil ich es kann. Boah. Das ist doch ein RPG, oder? Nein, ein MMO ist es. Schwierig. Schwierig. Bin tatsächlich ganz schön enttäuscht vom Spiel. Darf ich das mal so sagen? Krass.